Servus, du. Welcome to the home da draußen von PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 81 von Elex. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Wir sind hier in der Mitte. Mit Radio. Und das sind unsere Leute hier. Wir können hier Chef werden. Und wir können unsere Leute hier mal hierher holen. Weil das ist ja ein bisschen blöder, da ist es völlig zentraler und schöner. Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Okay, dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Falk. Ein sehr guter Kleriker-Scout unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Kaya. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Hast du noch jemanden? Ax ist ein ehemaliger Alp, doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Jo. Ich weiß jetzt nicht, laufen die jetzt hierher, oder? Die scheinen jetzt weg zu sein, oder? Nein. Okay. Das ist ja cool. Schön, das freut mich jetzt sehr. Muss ich nochmal ihn wieder sagen. Der ist eigentlich ganz nett. Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja. Irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Ja, geil. Es ist so einfach. Oh, Gänsehaut-Feeling. Okay, versuchen wir mal, diese Einheit zu finden. So ein Mist. Können wir uns ja ganz einfach teleportieren, das ist ja nicht so schlimm. Na, jetzt sind wir doch aufgehalten worden, wa? Geil, Inori. So einfach geht es. Ja. Wird nichts mit unserem Strandspaziergang. Vorerst. Hoppla. So. Das ist da hinten eigentlich. Schauen wir mal. Ach. So, dieser Weg, oder? Hier hoch, oder wie? Oh Gott, das will. Naja, dann schauen wir mal da erstmal hin, ne? Naja, oh. Ich kann mich noch erinnern, hier bin ich eigentlich auch hier raufgegangen. Ich glaube, es wird hier oben sein, wa? Aber gut, wir sind ja jetzt ein bisschen besser. Wir schauen mal, ob wir da noch ein bisschen durchkommen. Sind so Drecksviecher hier überall. Jo. Da ist es schon. Na, könnte das schon sein? Nein, das ist immer das Gleiche. Na, speichere mal. Der wird sich nicht einfach so ergeben lassen. Übergeben lassen. Das ist er. Sieht er aus. Wie ein ganz kleiner Wuffelpuffel. Die sind aber böse. Ach ja.
Kleine Wuffelbuffe sind sie es eigentlich nicht, ne? Die schöne Lava da unten. Irgendwie cool gemacht, aber irgendwie unrealistisch irgendwie, oder? Ich weiß nicht. So, das ist gerade ein bisschen unrealistisch. Meckert er und verliebt sich in dieses Game. Ja, das ist schön. Flugmaschine reparieren ist so geil. Weil vielleicht können wir dann von der Mitte aus mit meinen Flugmaschinen starten. Das wäre doch mal nice, oder? Also mit der Flugmaschine fliegen. Ich warte nur eigentlich auf die Speicherung. Ich fliege über die Berge und dann horte ich mir irgendetwas anderes. Ich weiß es nicht, von was ich singe. Ich höre aber auch lieber auf und singen. Könnte das mit der Speicherung vielleicht funktionieren? Vielleicht kann ich mich hier rüber retten und dann hier rüber springen und damit ein Achievement verlocken. Und dann schwebe ich hier rauf wie eine Sonne. Denn ich bin Gott. Hallo? Speicherung? 3 Minuten. Okay. Das sind die Besten. Das weiß ich ja noch. Hallo Speicherung, können Sie mal speichern? Das ist ein bisschen Böses da hinten. Das ist... Ach, danke schön auch. Okay. Hi. Warte mal, warte mal. Ich muss mich jetzt sammeln. Nein. 7? Warum funktioniert die 7 nicht? Warum die 7 nicht? Achso, weil ich nicht nah dran bin. Oh, scheiße. Dann töte mich erstmal. Shit. Das mit der 7 hat nicht gleich funktioniert. Warum? So. Wir kriegen das noch hin. Wir müssen nur bloß jetzt mal schauen, dass wir da ran, am Rande kommen. Weil ich hab das nicht verstanden, warum dass er das nicht eingesetzt hat gleich. Oh Mann, das ist so nervig. Schau nicht so blöd. Es ist einfach saublöd gesetzt, finde ich. Schauen wir mal. Ich kriege mir noch klein. Was machst du? Shit, warum hat er mich jetzt getroffen? Das kann ja gar nicht sein. Ah! Komm, trink! Ach man, warum hat das ja also gerade so wunderschön geklappt? Einfach. Meine Fresse. Gibt's doch gleich. Hallo? Da hinten sind Gegner, das ist nicht so gut.
Nein, weg, lauf, lauf, lauf! So, ist bald wieder bereit. Shit. Ach komm jetzt. Yes. Ausgezeichnet. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Neue Stufe. So schnell geht das. Ach, mein Gott. Das war einer. Kleines Lager. Ich glaube, oder? Ich muss, wahrscheinlich muss man es ihnen sagen, ne? Das war wieder was. Entschuldigung. Aber das ist... Mit der Macht kann man das alles sehr gut machen. Ich weiß nicht, warum das die andere defekte Maschine... nicht so angegriffen hat. Aber wir haben es geschafft. Arx ist jetzt hier. Ja, sind alle jetzt hier. Geht's dir so? Geil. Es ist wirklich, ich baue hier meine Heimat aus. Fork. Kaya. Hier ist ja umso besser so, finde ich. Das ist irgendwie cool. So. Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Danke. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Hier, da. Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich? Hm. Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkonduktor aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Hier, der Haschen. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Oh, jetzt bin ich platt. Danke, Mann. Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Ja. Yeah. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ja, ich weiß, was ich sagte. Hm. Na gut, dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön. Ich trommel ein paar Jungs zusammen. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Geil. Ah. Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg. Die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Ja. Ja. Meine Maschine ist wieder da. Warte, bald. Mein kleines süßes Baby. Schatzi, wir haben... Also, wir sind noch nicht zusammen, aber... Wir haben eine Maschine. Hui. Nee. Fuck. Nee. Na, schmal. Ich finde einfach nur, ah, ist doch gut, oder? Hey. Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Geil. Wir haben ein Archiv mir gerade bekommen. Anführer. Bäuerchen, ist jetzt mein Laden. Bring mir etwas bei. Sicher. Muss
Entschuldigung, muss sie nochmal hören. Okay, ich bin der Chef hier. Okay, so, Mädels, alle mal hierher und tanzen. Ich muss euch mal ins WC. Entschuldigung. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Das ist geiler Scheiß, Mann. Da fühle ich mich gleich schon viel sicherer. Hey, du willst sogar das Kommando hier übernehmen, haben sie mir erzählt. Stimmt das? Ja. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Sag ruhig Bescheid, wenn wir ausrücken oder sonst was, ja? Ich bin dabei, egal wie es ausgeht, Mann. Bring mir etwas bei. Natürlich. Cool. Also im Grunde ist das my home. Kann ich immer wieder hier antanzen. Ist ja geil. Uah. Ich kann mich nie dran gewöhnen. Dieses Tier muss raus. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Danke. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Yes, Sir. Okay, dann kann ich ja in jedes Gebäude rein, ne? Weil ich bin ja der Chef, ne? Weh, ich höre da irgendwo was, dass ich hier mich nicht aufhalten darf, ja? Also, ab jetzt ist hier nichts mehr verboten. Hier, ich darf alles mitnehmen, sofort. Nein, ich will gar nicht schlafen. Nein, leg dich nicht hin. Komm, wieder aufstehen, du faule Sau. So, hier. Das. Hohe Fleisch hier. Oder Mana, was auch immer. So, sehr schön. Prost, Mana übrigens. Verschlossen? Warum ist das hier verschlossen? Oh, ich bin hier der Chef hier. Was soll denn der Kass? Meine Fresse hier. Elektroschule, das ist auch meins. Meine Güte, und den Dietrich nehme ich auch mal mit. Übrigens, ich wollte mal sagen, ich bin die meiste Zeit eh nicht hier. Bin überall hier zu Hause. Aber weitermachen. So. So, Mädchen, auf geht's. Okay. Ich gehe wieder. Ja. Schick hier, was? Ja, das ist schon irgendwie nice. Und jetzt? So. Okay. Jo, dann sind wir hier die Chefs. Ist auch nicht schlecht. Wie, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ach, ich wollte doch Thorald finden. Genau. Das wollten wir eigentlich tun. Ne? Der da ganz da hinten ist, ist böse. Ganz böse. Aber gut, na gehen wir mal ein bisschen dahin. Ja, kaum ist der Kroni der Chef, schon tut er Scheiße aber, ne? Scheiße aber. Nicht wahr? Der Mason sucht ja auch diesen komischen Typen. Nicht wahr? Schauen wir mal, wir gehen einfach diesen Weg weiterhin. Hier unten lagen eigentlich noch Leichen. Ich weiß bloß gar nicht mehr, ob ich da wieder hochkomme. Aber ich loote jetzt mal das, was ich hier habe. Was da hier nur passiert ist, sein mag. Geklappt. Oh, die Aussicht wieder so schön. Sehr hübsch. Es gehört irgendwie zu den Berserkern. Ich weiß das eigentlich gar nicht, was das überhaupt ist. Aber... Das war knapp. Uah, das ist knapp. Das war knapp. Ja, eigentlich hier irgendwie so die Richtung. So, er kann immer noch so ein Stück nochmal extra pushen. Aber naja. Wir sind echt Chef von einem Laden, ey. Das ist nett gemacht, finde ich. Oh, Hühnchen. Was bist denn du noch?
Weißt du noch, wie so ein Viech mich zerlegt hat? Wisst ihr das noch? Ich muss jetzt nur mal Lust schauen, ob ich das die richtige Richtung ist. Ja, das ist es. Weil es werden mehrere ja angezeigt, ne? Schauen wir mal, gehen wir hier runter. Das kann wehtun. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Gefühlt, ich war schon mal hier. Ich höre Hühnchen. Also Hühner, also richtige Hühner. Oh Gott. Was ist das für eins? So ein Steinviech. Ja? Was ist da? Was ist das denn eigentlich? Was bist du für eins? Ich wollte doch eigentlich gerade Pause machen. Du bist hässlich. Terrorvogel. Oh. Terrorvogel. Okay. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Das hockt. Steht irgendeiner. Mal gucken, wer das ist oder was das ist. Wir werden das im nächsten Part erleben. Hoffe ich, dass wir mit Horald mal entdecken und erleben werden. Wir sind weiter gekommen. Wir haben, glaube ich, einen Levelaufstieg und so. Hm? Müssen wir auch mal gucken. Bye. Fresh.